Nicht selten haben wir die Situation, dass wir Dateien mit anderen Personen teilen wollen. In der Regel tun wir das per E-Mail, aber manchmal sind die Dateien zu groß dafür. Filmdateien, Bildergalerien, die sollte man nicht per E-Mail verschicken. Hierfür gibt es sogenannte Cloud-Systeme. Eine Cloud ist erstmal nichts anderes als ein Speicherplatz im Internet. Diesen können wir selber betreiben oder eben auch anmieten. Wir können Dateien erstellen, wir können Dateien hochladen, benutzerdefinierte Links erstellen und über diese Links können andere Personen diese Dateien entweder herunterladen, ansehen oder auch bearbeiten. In dieser Videoreihe möchte ich gerne die Nextcloud vorstellen. Das ist eine Möglichkeit, sich so ein Cloud-System selber zu installieren oder eben auch datenschutzkonform anmieten zu lassen. Und die Information finden wir hier auf der Webseite nextcloud.com. Das heißt, auch die Dateien, um das Ganze selber zu betreiben, Tutorials, die Klienten, also die Programme, die wir brauchen, um die Dateien in der Cloud mit unseren Smartphones, mit unserem Gerät zu synchronisieren und so weiter. Wer das Ganze nicht hosten möchte, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das wirklich nicht gerade einfach ist, kann auf einen Dienstleister zurückgreifen. So machen wir das im Fachbereich auch. Da hilft eine einfache Suche in der Internet-Suchmaschine. Wir wollen jetzt hier keine einzelnen Dienstleister irgendwie jetzt bewerben. Aber man kann sich für kleines Geld dann auch wirklich datenschutzkonforme Lösungen auch anmieten. Oft ist das auch mit Anbietern verbunden, die Internetseiten, also Webseitenpakete oder sogenannten Webspace auch mit anbieten. Da kann man einfach mal nachfragen. Wenn ihr euch hier drüber austauschen wollt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Wenn dich das bis hierhin interessiert hat, dann schau dir auch die anderen Videos an, weil ich zeige als nächstes, wie wir Texte erstellen, die Tabellen erstellen, diese für andere freigeben, wie wir Bildergalerien erstellen und Umfragen anlegen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anschauen und beim Ausprobieren. Bis gleich.